Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy 4. Ja, und das in 16 zu 9. Endlich, meine lieben Freunde. Ja, ich habe es geschafft, die Einstellung umzuändern. Ich habe nur vor Augen, oh Gott, im Stream, da geht nichts. Aber wenn ich lokal was aufnehme und es dann hochlade, ist es ja wieder anders, als wenn ich es gleich streame. Weil ich ja beim Stream dann mehr Leistung brauche, als wenn ich es vorab aufnehme. Weil die Upload-Geschwindigkeit und so, ach egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir waren in Schloss Baron, wo wir herausgefunden haben, dass der König besessen ist. Und zwar von Cagnazzo, dem zweiten Elementarfürsten, der mir das Leben ein ziemlich zur Hölle macht. Weil er ein übler, schwieriger, heftiger Gegner ist. Und mit seinem Tsunami ziemlich viel Schaden macht. Aber ich habe jetzt in Erfahrung gebracht, dass sein Tsunami unterbrochen werden kann. Wenn Cagnazzo Wasser zu seinen Füßen sammelt, können wir ihn mit Blitzzauber angreifen und so die Wellen zerschlagen. Kannst du bitte noch mehr Leute einschläfern? Das ist doch behindert. Was soll ich denn da machen? Jetzt schläft meine halbe Truppe. Ich habe nur noch Cecil. Jetzt habe ich wieder Young. Stopp, nein, abbrechen. Wir müssen, um sie aufzuwecken? Ich glaube nicht. Das war das, was ich nicht habe. Oh, ich krieg's kotzen. Nicht schlecht geteilt. Ah, Palam ist wieder wach, sehr schön. Genau, ihr habt die Wellen zerschlagen, sehr schön. Das hat man schon. Nein! Oh Gott. Blitzka. Also wieder zerschläft. Du bist doch einfach nur behindert. Komm schon, bitte. Blitzrei, jawohl. Was erhofft er sich da draus? Dass noch mehr Leute einschlafen? Also, ich muss hier ein bisschen mit der Steuerung gucken.
Das hat auch ein bisschen was mit Konzentration zu tun. Denn der Boss hier macht es mir nicht leicht. Jetzt hör doch mal auf, Mann! Das gibt's doch einfach nicht! Ey! Der schläfert alles ein! Kann ja wohl nicht wahr sein! Mal eine Runde Vitra ausgeben. Wenn du jetzt irgendein... Ja, genau, die zwei da wieder. Natürlich. Warum nicht? Klar. Ich hasse Cagnasso. Ich hasse ihn. Es wird knapp. Ja, ich hab's befürchtet. Die beiden Magier sind tot. Also die beiden Schwarzmagier. Wo hab ich denn jetzt die fucking Phönixfedern? Da, ich hab auch noch genau zwei. Gib mir erst Teller. Er hat sich in seine Schale verkrochen. Was macht er denn jetzt? Teller hat jetzt keine Magiepunkte mehr. Die Sache ist, ich habe halt keinen Äther mehr. Ich kann nur Rache des Zeus versuchen, aber... Konterstumm. Ja, das... Das hat mir jetzt noch gefehlt, Alter. Er macht das ernsthaft immer noch. Oh Mann, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gegen so einen nervigen Boss gekämpft habe. Teller hat keine Magiepunkte mehr, er ist nutzlos gerade. Ich hab ihn! Oh, gibt's das? Ich hab ihn besiegt. Was ein ekelhafter Boss. Oh Gott, wenn die anderen Elementarfürsten noch so schwierig werden, dann... Oh je. Ja, Reihe um Level Up. Sehr schön. Du elender Betrüger! Du hast die Rechnung uninhaltlich gemacht, wenn du geglaubt hast, mich in dieser stickigen Zelle verrotten lassen zu können. Ich bin ausgebrochen. Jetzt setzt es was. Sid.
Cecil, du lebst! Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Junge! Das tut mir leid. Wo ist Rosa? Ich glaubte fest daran, dass du noch lebst. Und zog alleine los. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Rosa ist Golbes in die Hände gefallen. Und du hast das zugelassen? Wie konntest du nur? Dieser verfluchte Golbes! Er missbraucht nicht nur meine Luftschiffe, jetzt entführt er auch noch Rosa! Und genau diese Rosa schwebt jetzt in Lebensgefahr. Es wäre gut, wenn du uns zu einem deiner geliebten Luftschiffe bringen würdest, und das schnell. Wer ist dieser vorlaute Opa? Dasselbe könnte ich auch dich fragen. Ich und Opa, ich könnte dein Sohn sein, oder zumindest jüngerer Bruder. Bitte keinen Streit. Ihr seid Sid, nicht wahr? Das ist Teller, ein großer, weiser und Zauberer. Das ist Young, der Mönchgroßmeister aus Fabul. Ich bin Porom, eine Magier-Adeptin aus Mycidia. Alte Männer, die zwei Kinder benehmen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Porom. Nee, Quatsch. Und mit dem frechen Mundwerk ist... Und der mit dem frechen Mundwerk ist mein Zwillingsbruder Palom. Ja, ja, das Spiel. Spiel nur die Brave. Es ist mir eine Ehre, werter Sid. Bedauerlicherweise ist Eile geboten. Wenigstens mit einer mit guten Manieren. Sid, wo befindet sich dein neues Luftschiff? An einem Ort, den niemand vermuten würde. Ich wusste, das würde eines Tages gelegen kommen und... Wir haben keine Zeit für Anekdoten. Rosas Leben steht auf dem Spiel. Kein Grund, rot anzulaufen, das weiß ich doch. Also dann, folgt mir. Oh, kriege ich jetzt ein Luftschiff? Aha. Der ertrunkene König Kagnaso. Oha. Was? Porom. They turned themselves to stone? Hold on now. Essera! Keine Wirkung, da die beiden aus freiem Willen zu Stein geworden sind. Fools. If any of us had to die, it ought to have been me. They were only children. I'll fire up the Enterprise! We'll venge them both! You will answer for this, Golbez. Oha. In der Zwischenzeit. Er hat auch Kagnaso bezwungen. Er wird immer stärker und durchaus zu einer Bedrohung. Was den letzten Kristall angeht, mein Lord. Ich weiß, allerdings ist es nicht ganz unkompliziert. Warum lasst ihr nicht Cecil die Arbeit für euch machen? Cecil? Wir haben Rosa. Er kann nicht ablehnen. Wir könnten einen Tausch anbieten. Den Kristall gegen Rosas Leben. In der Tat. Und wenn er ihn uns bringt, entledigen wir uns seiner. So sei es. Ich werde es ihm unterbreiten. Kane! Schon bald wirst du erkennen, dass ich mehr bin, als Cecil jemals sein könnte. Mitten in der Burg?
den Wald voll aller Bäumen nicht sehen, sagt man. Oh Mann, die beiden Kinder haben sich geopfert. Bin gerade ein bisschen geschockt. Dieses Schiff kann also im Himmel segeln? Sei mir nicht böse, dich hier so lange unter Verschluss gehalten zu haben, Enterprise. Enterprise also mal wieder. Ich habe ein Luftschiff. Aber wir sind nur noch zu dritt. Die beiden Kinder haben sich geopfert. Ich fasse es nicht. Und schon wartet die Feuerprobe. Ich zeig denen, was mein Mädchen kann. Warte. Das ist die weiße Flagge. Die Rotschwingen. Hey. Okay. So, you did survive. Impressive. Jay, what in the world's gotten into you? Where's Rosa? She's safe, I trust. Worried about her, are you? And if you wish to see Rosa live, fetch me the Earth Crystal from the land of Troia. What? How creepy you play. I'll make contact once you have it. You'd do well to hurry if you value Rosa's life. How dare you! Open your eyes to what you're doing, Kane! This meeting is over. What do we do? Blast that, Kane! We make for Troia. Sid, set us on a course for the Northwest. Oha. Ja. Achso, ich darf selbst steuern. Gut. Cool. Wir haben ein Luftschiff, aber... Ob das jetzt so gut ist, ich weiß nicht. Nordwest zeigt ja. Da hinten ist noch das Hovercraft. Nordwesten wäre hier entlang. Eine Stadt und ein weiteres Schloss. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier hin sollen. Troia, genau. Willkommen in Troia, die Stadt der Wälder und Flüsse. Das war schön. Hereinspaziert. Was, ich hab Sid in der Gruppe? Okay, was kann der denn? Den Status aller Gegner studieren, angreifen, verbessern, mit Items vom Typ von Waffen ändern. Okay. Okay, okay. Nehmen mal zwei Rubine mit. Dreimal den Federhut. Das war's dann auch schon. Sid in der Gruppe. Ich glaub's nicht. Sträflingsanzug. Ein schwacher Trost. Palom und Porom weg. Haben sich geopfert, um uns zu retten. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Aber groß darüber nachzudenken, keine Ahnung.
Holzhammer, Feuerstab, Eisstab, Blitzstab. Habt ihr denn nur Magier? Nur Magierwaffen? Nein, spaziert so. Älter kann man nicht kaufen, das habe ich schon fast befürchtet. Wir haben wenigstens ein paar Zelte mit. Und neue Phönixfedern brauche ich. Nehmen wir mal 25, so. Wir sollten es tun. Oh, was fällt dir ein, mich so einen alten Mann heranzuschleichen? Geh woanders Leute erschrecken. Oh. Aber das Gefühl kenne ich, wenn so ein Gedanken abwesend ist, dann, ja. Passiert das schnell. Willkommen, werter Gast. Falls ihr einen Wunsch habt, äußert ihn. Oh, du bist aber ein Schmunkel. Ah, wieso denn das? Na egal. Selig verfügt ihr über nötigen Mittel? Von dir wird es teuer. Gut. Nur für Mitglieder. Bitte geht wieder. Ich bin wirklich gern hier. Die Luft ist gut, das Essen ist spitze und ich fühle mich gut aufgehoben unter den ganzen anderen Mädchen. Dieser schwierige Alte macht sich doch tatsächlich an meine Jennifer ran. What? Gut, als ich meine Chance sah, nutze ich sie auch. Ich rammte dem Goblin mein Schwert in die Brust. Das war's für ihn. Hm. Ich muss das Essen hochbringen. Ja, du bist schon oben. Okay. Soviel zu dem Städtchen. Oh. Möchte ich bitte nicht an, ich konzentriere mich gerade auf mein Sonnenbad. Ah, okay. Dann konzentriere dich mal auf dein Sonnenbad. Wir haben schon so viele Partymitglieder verloren, das ist unglaublich. Ja, in Anbetracht der Zeit bleibe ich mal vor dem Schloss stehen. Werde mal speichern und nochmal in Gedenken mich von Palom und Borum verabschieden. Ja, ich bin geschockt immer noch. Was eine Story. Naja, bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss. Euer Onion.